Liebe Freundinnen und Freunde des Fürther Flachpass, während in Katar der neue Weltmeister gesucht wird, bereitet sich das Kleeblatt bei eisigen Temperaturen auf die Rückrunde in der zweiten Bundesliga vor. In der neuen Folge eures Lieblingspodcasts soll es allerdings mal nicht um die Mannschaft von Alexander Zorniger gehen. Viele von euch haben sich in den vergangenen Wochen mehr Interviews mit Verantwortlichen des Kleeblatts gewünscht. Den Wunsch erfüllen wir euch natürlich gerne, nicht nur, weil bald Weihnachten ist. Deshalb habe ich, Michael Fischer, mich in der Haupttribüne des Rohnhofs mit Björn Schlicke getroffen. Der Ex-Profi, dessen Sohn Ben mit großen Schritten einer Profikarriere bei der Spielvereinigung entgegenstrebt, ist seit August sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums des Kleeblatts. Wir haben über die schwierige Lage der besten Fürther U-Mannschaften und die Perspektiven der Talentschmiede gesprochen. Das ausführliche Interview hört ihr, wie ihr das gewohnt seid, nach dem Jingle und nach der Werbung. Fürther Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de. Lieber Björn, lass uns mit einer Frage einsteigen, die ich so rasch das, was ich vor einem Jahr schon mal gestellt habe. Die Frage ist, muss man sich Sorgen machen ums Fürther NLZ? Nee, denke ich nicht. Warum sollte man sich Sorgen machen? Weil die Ergebnisse vielleicht ein bisschen ausbleiben, aber das sehe ich sportlich und es gibt immer Potenziale zu verbessern. Von daher, wir arbeiten täglich daran, damit die Ergebnisse wieder kommen. Aber letztendlich sind nicht die Ergebnisse das Ausschlaggebende, sondern die Entwicklung der Spieler. Und ich glaube, die letzten Jahre hat es auch gezeigt, dass beim Kleeblatt gut ausgebildet wird, unabhängig von den Ergebnissen. Ich glaube, die Durchlässigkeit hat es gezeigt in den letzten Jahren, dass da auch Talente rauskommen können, auch wenn man nicht in den höchsten Ligen spielt. Das heißt, es macht dir keine größeren Sorgen, dass zum Beispiel die U17 jetzt bald wahrscheinlich absteigen wird, nehme ich an, und die U16 jetzt auch dann, die ist derzeit Vorletzter in der Bayernliga, dass beide Mannschaften absteigen würden, also zwei der drei höchsten Mannschaften. Es wäre natürlich schöner, wenn man irgendwie im Soll bleibt und in der Liga bleibt. Aber letztendlich ist das ein Ergebnissport und Ergebnisse über einen gewissen Zeitraum widerspiegelt ja immer, dass man vielleicht irgendwas nicht optimal gemacht hat oder vielleicht etwas schlechter gearbeitet hat wie der Rest der Liga. Von daher gehört es mit zum Sport dazu, gewinnen, verlieren. Es ist nicht so tragisch, aber wichtig ist, die Schlüsse daraus zu ziehen, warum das passiert ist oder warum das vielleicht passieren sollte, um es da einfach besser zu machen. Und zu der Thematik Abstieg, die U16 oder wenn die U17 absteigt, beinhaltet es logischerweise auch die U16 absteigen. Also von daher, wie gesagt, ist es nicht so schön, aber es gehört auch zum Fußball dazu und zur Entwicklung der Spieler. Du hast jetzt gerade angesprochen, dass man Schlüsse aus diesem sportlichen Verlauf zieht. Wie sehen diese Schlüsse aus? Oder ist es noch zu früh? Jetzt bist du erst seit 4 Monaten da. Ja, für mich ist es noch ein bisschen zu früh. Also ich habe mir vorgenommen, in dem Jahr noch ein bisschen zu analysieren, zu schauen, was für Eindrücke kann ich sammeln, wie sind wir wo aufgestellt. Und da befinde ich mich noch in der Analyse. Und ja, wir haben ein gutes Team trotzdem, die das selbstkritisch angeht, diese Thematik. Und zur gegebenen Zeit wird dann auch ein paar Veränderungen oder ja, andere Richtungen vorgegeben. Ist es eine mögliche Veränderung, dass man jetzt dann auch noch in der U17 auf Vollzeittrainer zum Beispiel setzt? Also es gab ja vor einigen Jahren, hat das Kleeblatt viele Teilzeittrainer noch gehabt, die nebenbei Lehrer waren und so weiter. War das dann in der U23 und U19 schon mal auf Vollzeit gesetzt? Tobias Gitschier ist ja schon lange im NLZ, aber ist noch Lehrer nebenbei. Ist das auch mal eine Option, dass man halt noch, also der Person noch mehr Zeit gibt, indem sie einfach Vollzeit auch für diese Mannschaft arbeiten kann? Das kann man so und so sehen. Ich bin eher ein Freund davon, gute Trainer weiterzuentwickeln. Ob die dann Vollzeit sind oder Teilzeit, das sei mal dahingestellt. Normalerweise würde man denken, man kann sich Vollzeit natürlich voll konzentrieren auf seine Trainerarbeit und sein Tun und Machen. Aber für mich ist ausschlaggebend, ist jemand ein guter Trainer, kann der die Jungs erreichen, kann der die Jungs weiterentwickeln. Und das ist irgendwie das vorrangige Ziel, ob der jetzt 60 Stunden da ist oder 35. Das liegt ein bisschen an der Effektivität, wie man arbeitet und wie man an die Sache rangeht, glaube ich. 35 Stunden Teilzeit ist aber auch sportlich. Ja. Oder 23. Also das heißt, dieser Abstieg jetzt der U17 auch ist jetzt gepaart mit dem Abstieg der U19 letztes Jahr jetzt nichts, was den ganzen Verein jetzt dazu veranlasst, alles irgendwie umzukrempeln. Also waren sie dann auch drei Abstiege oder fast ein Abstieg der U23, die U19 ist schon mal abgestiegen vor ein paar Jahren. Mhm. Also es ist nicht so, dass man jetzt dann sagt, das müssen wir alles komplett neu machen oder du willst alles komplett neu machen. Wie ich schon gesagt habe, wünschenswert ist natürlich, in den höchstmöglichen Ligen zu spielen. Aber das ist ja kein Wunschkonzert. Mhm. Also wir wissen ganz genau, wo wir herkommen, wo wir aktuell stehen, auch in Bezug auf Konkurrenz
in Bayern, in den umliegenden Bundesländern, die natürlich auch mittlerweile sehr aggressiv im Jugendbereich sind und sehr aktiv auf dem Sektor sind. Von daher gibt es natürlich auch wesentlich mehr Konkurrenz wie noch zum Beispiel vor 15 Jahren. Da waren die bekannten Talenteausbilder oder Vereine wie Bayern München 60, vielleicht sogar noch Stuttgart oder andere Vereine in dem oder aus diesem Segment. Und jetzt mittlerweile hat man natürlich viel mehr mit Hoffenheim, mit RB Leipzig. Also da scheut ja keiner mehr irgendwie die Landesgrenzen oder die Bundesgrenzen dazu zu übergehen und zu sagen, ich hole mein Talent mit 15 in meine Akademie. Also von daher ist es für uns auch nicht so einfach, an gute Talente ranzukommen. Klar, die Regionalen, die müssen wir kennen, da wollen wir schon uns positionieren, aber das heißt nicht automatisch, dass wir alle bekommen. Vor, sagen wir mal, 15 Jahren war das Spielfang ja auch noch, also kam kurz nach diesen ganzen Vereinen, die du gerade genannt hast, war im Halbfinale im Deutschen Meisterschaft. Ist sowas überhaupt nochmal möglich oder ist dafür die Konkurrenz auch natürlich finanziell und auch in der ganzen Ausstattung und so schon meilenweit voraus? Ja, an Ergebnissen zu messen ist immer schwierig, aber ich sehe das schon ein bisschen, also in weite Ferne so ein Ziel, mal wieder in so Sphären zu kommen. Von daher, ich glaube, wir sind gut daran beraten, wenn wir uns auf die Entwicklung der Talente aus versteifen oder unser Augenmerk richten und da natürlich auch die Durchlässigkeit nach oben ein bisschen aufrechthalten, die im Moment ganz gut ist, losgelöst von Ergebnissen. Auf der JHV vor ein paar Wochen hat Holger Schwiewagner verkündet, dass die Spielfrauen letztes Jahr 3 Millionen Euro ins NLZ gesteckt hat. Ist ja doch relativ viel. Also wenn man den Etat so der Profimannschaft sieht, sind 3 Millionen fürs NLZ schon viel Geld. Also da kann man schon ein bisschen was damit anstellen. Ist bestimmt viel, aber man kann immer noch mehr ausgeben und kann man deutlich weniger ausgeben. Aber wir haben natürlich auch ein bisschen Apparat mittlerweile. Das ist auch Unterschied zwischen jetzt und vor 15 Jahren. Da sind ein paar Festangestellte. Klar sind die Kosten natürlich auch ein paar von den Spielern dabei, aber ich denke schon, dass das ein Rahmen ist, mit dem man gut arbeiten kann. Aber es gibt natürlich auch Konkurrenz, die deutlich mehr hat. Aber sind diese 3 Millionen schon so ein Wert, der ein ziemlicher Höchstwert wahrscheinlich ist bei der Spielfunding, oder? Nehme ich jetzt mal an. Also in der Pandemiezeit, als das Coronavirus kam, hat Rashid mal erzählt, dass man schon Abstriche machen musste, deutliche Abstriche machen musste, was man dann auch dann in Ergebnissen teilweise gesehen hat. Mhm. Aber diese 3 Millionen sind schon jetzt ein Wert, der ist relativ hoch und wird man jetzt auch nicht mehr so viel höher schrauben können als Zweitligist, oder? Nee, aktuell denke ich nicht, dass man das höher schrauben sollte oder kann. Wir wissen ja alle, dass die Spielfunding jetzt nicht irgendwie alles Geld, was sie einnimmt, auch wieder refinanziert oder reinvestiert. Von daher sind wir gut daran oder damit beraten, da ein bisschen defensiver umzugehen und möglichst vielleicht viel aus diesem Budget rauszuholen, viele Talente zu fördern und da bedarf es nicht unbedingt viel mehr Geld. Wohin fließt denn da das meiste Geld? Ist es die U23 tatsächlich? Weil man da auch weitere Fahrten hat, mehr Gehälter zahlen muss und so weiter? Ja, ist bestimmt ein größerer Teil, aber wahrscheinlich auch der größte Teil, aber der ganze Staff, die ganzen Festangestellten, was ich gerade schon gesagt habe, Trainer, Betreuer, wir haben mittlerweile einen Stab von Athletiktrainern, Psychologen. Ja, das ist eigentlich nicht so, dass die alles umsonst machen. Ja. Das ist klar. Die U23 ist ja auch in Deutschland oftmals so ein Streitpunkt. Manche Vereine haben ihre U23 abgemeldet, haben jetzt wieder eine angemeldet, wie Frankfurt. Mhm. Das Clippers steht da ganz klar dazu, eine U23 zu haben, wird es auch weiterhin geben, oder? Also auch wenn die U23 jetzt sportlich in den letzten 2 Jahren jetzt nicht so erfolgreich war. Also rein in Ergebnissen gemessen, wir haben jetzt ja gerade schon gehört, dass du nicht nur auf die Ergebnisse schaust. Unser Ziel ist ja höchstmöglich, die Jungs auszubilden. Und da ist es natürlich schon erstrebenswert, die Regionalliga zu halten, weil das nächst höhere ist mit der dritten Liga natürlich mit einem extrem hohen finanziellen Aufwand zu vergleichen. Von daher sollte schon dran gelegen sein, die U23 in der Regionalliga zu halten, um auch die Jungs bestmöglich auf ihren Weg zu unterstützen. Weil nicht jeder junge Profi aus der U19 wird es direkt in die erste Mannschaft schaffen. Das ist utopisch. Und wenn es da einer ist, dann ist es schon gefährlich. Dann muss man schon schauen, dass man den überhaupt halten kann, ne? Wenn der so ein extremes Talent ist. Von daher finde ich das schon wichtig, den Jungs auch ein bisschen Zeit zu geben und vielleicht mal ein Jahr zu überbrücken und nicht direkt zu fordern, ihr müsst sofort Profi werden. Natürlich ist es wünschenswert. Die Besten schaffen es ja meistens auch dann. Also wie Jamie Leveling zum Beispiel, hast direkt aus der U19 nach oben geschaut. Ja,
Aber zum Beispiel, wenn man weitergeht mit Maxi Bauer, der trotzdem ein paar Spiele in der U23 gemacht hat. Das war eigentlich so der letzte, oder? Der letzte größere, der es geschafft hat. Ja, sogar unser jetzt in aller Munde Spieler, David Raum, hat einige Spiele in der U23 gemacht. Also von daher, es gibt immer ein paar Ausnahmen, aber ist normalerweise nicht die Regel, dass man die U23 überspringt und sofort den ersten Profi-Einsatz hat, bevor man ein U23-Spiel hat. Du hast jetzt vorhin schon angesprochen, dass andere Vereine aggressiv werben. In den letzten Jahren sind immer wieder große Talente, von denen man viel hielt in Fürth, zu anderen größeren Vereinen gewechselt, weil sie einfach entweder einen besseren Plan versprochen haben, mehr Geld versprochen haben, bessere Perspektive. Wie kann man sowas künftig verhindern oder kann man das gar nicht verhindern, wenn dann ein großer Verein wie Hoffenheim oder jetzt Wolfsburg gab's, RB Leipzig, gab ja einige Vereine, die abgeworben haben? Letztendlich hängt es ja damit zusammen, wie sehen wir die Spieler, wie sehen die Spieler sich in ihrer Rolle hier im Verein, wie schätzen sie ihre Zukunftspläne oder Möglichkeiten hier im Verein ein. Und wenn man den offenlegt, dass man mit denen arbeiten möchte und die natürlich höchstmöglich ausbilden möchte für einen Platz in der Lizenzmannschaft, dann ist es immer so, dann glaubt es jemand oder manche glauben es eben weniger und manche sind geduldiger und manche sind ungeduldig. Und wenn dann jemand meint, sich verändern zu müssen, vielleicht zu einem noch größeren Verein zu gehen, um den Ausbildungsweg dort einzuschlagen, dann ist es zwar schade, aber wir probieren natürlich unsere guten Talente oder unsere Top-Talente da schon einen Weg aufzuzeigen und sagen, okay, also in der Vergangenheit haben wir es oftmals geschafft. Ob wir es in dem Fall schaffen, steht in den Sternen, aber wir geben zumindest alles dafür, dass der Weg dahin geebnet werden kann. Wie sieht sowas dann aus? Dann mit den Eltern und dem Spieler arbeitet man dann irgendwie einen Karriereplan, mögliche Stationen, wann darf man mal oben mit trainieren? Sieht es so aus oder ist es dann noch spezifischer? Ja, fängt ja schon unten an. Also wir haben zum Beispiel auch pädagogische Unterstützung, wir haben schulische Unterstützung, wir haben Individualtraining, wir haben mit den Athletiktrainern extra Einheiten mit den Spielern. Das ist so ein Rundumpaket. Klar gehört mittlerweile ein Gespräch mit dem Berater dazu, ein Gespräch mit den Eltern, die sitzen alle in einem Boot. Die wollen meistens das Beste für den Spieler, hoffe ich doch zumindest. Wir natürlich auch. So die Frage, wie das Beste aussieht, ob es finanziell ist oder die Entwicklung. Ja, das muss ja jeder selbst wissen. Also es kann ja jeder selbst entscheiden, wie kurzfristig der Plan da gedacht ist und oder wie langfristig. Und unser Ziel ist natürlich, unsere Talente bestmöglich zu versorgen, dass da gar keiner in den Gedanken kommt, sich verändern zu wollen. Eines dieser Talente ist jetzt Emil Kramer, in den letzten Wochen U15-Nationalmannschaft gespielt zum Beispiel. Wenn man sich so die U15-Nationalmannschaft anschaut, dann sind die meisten Spieler von eben diesen vorhin genannten Vereinen von Hoffenheim und so weiter. Mhm. Ist es überhaupt möglich, so einen Spieler auf Dauer bei der Spielvereinigung zu halten? Oder ist dann irgendwann die Konkurrenz ist so groß einfach und so mächtig, dass ihr dann einfach sagt, okay, irgendeiner wird es dann schon schaffen, ihn zu sich zu ziehen? Ja, ich habe mir tatsächlich die Liste auch angeschaut von eingeladenen Spielern. Und da war Greuther Fürth eine der wenigen Mannschaften, die in der zweiten Liga aktuell spielen. Ist doch schön, wenn ein kleinerer Verein oder in sogenannten kleineren Vereinen im Haifischbecken auch gute Spieler ausbildet. Und dass man dann Begehrlichkeiten weckt, ist auch ganz normal. Aber ich glaube, Emil in dem Fall weiß, woran er hier beim Kleeblatt ist. Und wir setzen natürlich da alles daran, dass er den Weg bei uns schafft und wir ihn gut begleiten können. Hat er wahrscheinlich auch einen Vater, der ihm vom Kleeblatt ein bisschen vorschwärmen kann. Ja, aber der Papa kann ja von mehreren Vereinen vorschwärmen, also von daher gibt es ja nicht nur einen. Ja, die Frage ist, wo er erfolgreicher war, aber klar. anderer Spieler, von dem man in letzter Zeit viel gehört hat, heißt auch Schlicke mit Nachnamen, ist dein Sohn. Ja. Wie ist es für euch beide? Ist es komisch, jetzt dann der Chef und nicht nur der Papa vom Sohn zu sein? Ja, also muss ihn selber mal fragen, aber. Bislang hat er noch nie öffentlich gesprochen, glaube ich. Nee, ist auch noch nie gefragt worden, glaube ich. Von daher, ist eine besondere Situation, aber es ist ja nicht das erste Mal, dass irgendwie ein Vater und ein Sohn in einem Verein zusammenarbeiten. Ich habe mir auch viele Gedanken gemacht, wie ich hier angefangen habe, ob es das schon mal gegeben hat. Und da bin ich auf relativ viele Parallelen gestoßen und die weitaus größeren Namen haben wie der meinige. Von daher ist es ja nett, aber letztendlich geht es um den Jungen und muss seinen Weg machen. Den wird er hoffentlich ohne mich machen oder mit mir. Also von daher liegt es eigentlich nur an ihm, wie weit es dann noch nach oben geht. Und ich versuche, ihn zu unterstützen, genauso wie alle anderen Spieler hier im NLZ. Also mich freut es genauso, wenn es er schafft oder ein anderer. Es ist immer schön, wenn ein eigener Jugendspieler dann den Weg in die erste Mannschaft schafft. Das ist eigentlich unser Ziel und wie der letztendlich heißt. Ist erstmal egal.
Bist du selbst manchmal überrascht, wie früh er schon oben mitgespielt hat? Er ist jetzt 16 geworden mittlerweile. Ich sehe die ganze Zeit, er ist 16, jetzt ist er mal 17 geworden. Ja, endlich ist er mal 17 geworden. Ja. Aber er ist ja immer noch, also der jüngere A-Jugendjahrgang eigentlich. Das heißt, und er trainiert ja schon oftmals oben mit, spielt U23. Ist das dann, als Vater, man denkt sich auch, mein kleiner Junge, jetzt ist er plötzlich so weit oben, so schnell schon? Ja, und da tappe ich mich manchmal selbst, weil er so auch so schon immer groß war und dann verlangt man auch als Vater oder als Außenstehender irgendwie ein bisschen mehr. Wenn man sich dann mal eine ruhige Minute nimmt und sagt, okay, der Junge ist erst 16, jetzt 17, tritt mal auf die Bremse. Ne? Eigentlich darf ich noch gar nicht so viel erwarten und der soll seine Erfahrungen machen in jeglicher Hinsicht. Positive, negative, die musste jeder junge Spieler machen, von daher soll ich auch machen. Aber ja, manchmal muss ich schon aufgrund seiner Statur und seines Erscheinungsbilds natürlich schon ein bisschen zurückstecken, weil man, jüngere Jahrgang, A-Jugend, nicht, dass man es irgendwas überstürzt. Das ist natürlich auch für ihn wahrscheinlich schwierig, weil es auch jetzt schon große Erwartungen an ihn geknüpft werden. Ne? Also wenn ein 16-Jähriger bei den Profis mittrainiert und teilweise mitspielt in den Testspielen, dann erwartet man natürlich auch schon früh sehr viel. Ich glaube, ich würde ihn so einschätzen, der ist ein bisschen ähnlich wie ich. Ich glaube, er ist sein schärfster Kritiker und er erwartet von sich was, was die anderen von einem erwarten. Das kann man nicht steuern, aber letztendlich die eigenen Erwartungen sind meistens die am höchsten stecken. Und ja, die gilt es natürlich dann auch ein bisschen zu bündeln und vielleicht ein bisschen anders einzuschätzen und sich trotzdem ein bisschen Zeit zu geben. Ja, das war zwar schwierig, aber da sind wir ja auch ein großes Team außenrum, um die jungen Spieler dann natürlich auch ein bisschen zu unterstützen und zu lenken. Wie viel Björn Schlicke steckt in Ben Schlicke? Fußballerisch? Ich weiß nicht, also ich möchte es auch nicht so vergleichen, aber die Größe zumindest. Die Größe ist nahezu identisch. Der Fuß ist ja komplett andere. Also ich war eigentlich stärker mit rechts. Ein bisschen konnte ich auch mit links. Er ist der stärkere Linksfuß. Von daher, das ist, ja, bis auf die Größe möchte ich jetzt eigentlich gar nicht so vergleichen mit mir. Du hast in einem anderen Podcast gesagt, du warst etwas filigraner als er. Dafür ist er ein bisschen der härtere Spieler. Ja, das ist die Einschätzung, die andere über uns haben. Okay. Und ja, vielleicht ist da was Wahres dran, aber ja, ein bisschen Ähnlichkeit ist vielleicht schon da, aber das, wie gesagt, das müssen wir vielleicht andere fragen. Wenn wir jetzt im NLZ-Bereich sprechen, dann reden wir oft auch über Kinder. Du hast das ja mitbekommen, dein Sohn war dann irgendwann auch ein NLZ-Spieler. Ab welchem Alter sollte man denn Spieler überhaupt ins NLZ holen? Sollte man sie an so einen Verein auch binden? Da gibt es ja auch viele Diskussionen im Nachwuchsfußball. Ja, da gibt es ja Unterschiede. Ist der Spieler so gut, dass er sich vielleicht in einem anderen Niveau bewegen muss? Aber es gibt natürlich auch Gründe, ja, ich bin Kleeblatt-Fan und mein Sohn müsste so schnell wie möglich ins NLZ vom Kleeblatt, weil der wird ja auf jeden Fall Profi. Also es gibt ja mehrere Beweggründe, seinen Jungen hier anzumelden. Ne? Die eine Seite ist die von selbst sich anmelden, ganz am Anfang U10, U11. Oder kann man schon noch selbst anmelden, das ist kein Scouting, also kein... Kann schon so Probetagen kommen, wir haben auch viel über die Kleeblatt-Fußballschule Anmeldungen. Klar kann man da mal anfragen, ob man mitmachen kann. Also, aber dann muss man dann auch ehrlicherweise sagen, wenn es dann nicht reichen soll, dann darf man auch nicht sauer sein. Ne? Mhm. Also wir sind ja trotzdem ein offener Verein für sowas. Aber letztendlich, wenn ich dann keine Spielzeit generieren kann, schadet es ja jedem Kind eigentlich nur. Von daher ist es Wichtigste, in seiner Umgebung, in seiner näheren Umgebung mit Freunden vielleicht so lange wie möglich zu spielen. Und wenn man dann selbst merkt oder die Eltern merken, gut, die Eltern ist vielleicht manchmal eine schlechte Parameter, aber wenn man sagt, okay, man fühlt sich ein Stück weit unterfordert, dann vielleicht den Weg zum größeren Verein. Aber es muss nicht unbedingt die Spielvereinigung sein, man kann auch vielleicht mal einen Zwischenstep machen, um vielleicht das Kind ein bisschen drauf vorzubereiten, was dann letztendlich in einem NLZ, gerade im Leistungsbereich, dann verlangt wird. Dein Sohn ist ja auch relativ spät dann ins NLZ gewechselt, also jetzt nicht mit 10 Jahren zum Beispiel. Oder sind da die Infos, die im Internet herumgeistern, falsch? Mein Sohn war tatsächlich mal, hat den ganz komischen Weg gegangen, ist den komischen Weg gegangen, der war im NLZ. Okay. Seit der U11. Ja, U11. Und war dann mal U14, U15 nicht mehr hier. Genau. Auf eigenen Wunsch. Und ja, dann gab es die Möglichkeit wieder zurück. Und da hat er auch überlegt, ob er das machen sollte, weil er sich ja vor 1,5 Jahren entschieden hat, da eben nicht mehr so aktiv zu sein, weil ja das auch mit der Schule damals zu viel war und das Längenwachstum eingesetzt hat und es hat einfach nicht mehr hingehauen. Die Beine zu lang, der Oberkörper zu kurz, aber das hat halt jeder im 14-jährigen Alter oder 14, 13, 15.
Und dann kam die Anfrage, ob er sich nochmal überlegen würde. Und dann hat er nochmal zugeschlagen und gesagt, ja, jetzt will ich das, jetzt bin ich bereit und ziehe das jetzt durch. War er beim TV Erlangen, oder? Nee, der war in Elternstadt. Auch falsch. Es gibt so viele verschiedene Infos. Das war alles mal berichtigen, was da war. Ja, ja. Aber das ist dann wahrscheinlich schon ein nicht alltäglicher Weg, dass man im NLZ mal Ware rausgeht und dann wieder reinkommt. Also das passiert jetzt nicht jeden Tag. Och, ich hab ganz prominente Beispiele, zum Beispiel die, wenn ich jetzt, ich habe mit Patrick Helmes gespielt in Köln, der ist auch im NLZ von Köln, dem ist nahegelegt worden, die Mannschaft zu verlassen, den Verein zu verlassen, weil er einfach keine Spielzeit bekommen hat, ist trotzdem dann Profi geworden und Nationalspieler. Also von daher muss nicht immer die komplette NLZ-Karriere da sein, um Bundesliga-Profi zu werden. Oder wenn man nicht dabei ist, dass man es dann gar nicht schaffen kann. Also von daher, nee. Ich denke trotzdem, dass wir eine gute Ausbildung hier generieren können für die jungen Spieler. Aber es ist nicht alles entscheidend, bis zu U19 in der Bundesliga-NLZ zu sein, um vielleicht doch Umwege Profi zu werden. Es ist aber schon so, dass man möglichst früh die Spieler eigentlich da haben will. Das hat Holger Schwiewagner mal gesagt, dass das schon ein Weg der Spielvereinigung ist, möglichst früh Jahrgänge zusammen zu haben und sie möglichst gemeinsam auch hochzuziehen, damit sie sich kennen, damit sie gemeinsam spielen und damit sie auch diese, wird ja oft zitiert, Klippler-DNA auch haben. Also es ist schon ein Wunsch, sagen wir mal so ab der U14 wahrscheinlich spätestens die Jahrgänge zusammen zu haben und sie nach oben zu ziehen, oder? Ja, aber was ist auf der Welt so alles schon ein Wunsch, ne? Mhm. Ist nicht immer alles umsetzbar und nicht alles sinnvoll. Das wird die Zeit zeigen, ob das, was der bessere Weg ist. Wenn ich jetzt die U19 gerade anschaue, das sind jetzt nicht so viele, die seit der U14 hier sind. Also von daher ist dann schon eine Fluktuation. Der eine ist verletzt, der andere setzt mehr auf die Schule. Bei dem einen hat es vielleicht mal 1,5 Jahre nicht so hingehauen, leistungstechnisch. Deswegen ist er vielleicht nicht auf seine Spiele gekommen. Also gibt es viele Gründe, aber wünschenswert ist natürlich, eine U12 irgendwann mal in die U19 komplett überzubringen. Das wird ja nie klappen wahrscheinlich. Sehr schwer, sehr schwer. Mhm. Aber wenn man da mal einen großen Teil hätte, dann würde es schon so ein eingeschworener Haufen sein und die auch ja von dieser Kleeblatt-DNA ein bisschen was abbekommen würden. An welchem Bereich scoutet das Kleeblatt dann selbstständig? Also klar, es kommen Leute vielleicht zum Talentetag, es gibt die Kleeblatt-Fußballschule mit so kleineren Angeboten, aber wann schaut man sich auch mal Spiele von Vereinen in der Umgebung an? Wir sind schon aktiver, die sind schon in jeder Altersstruktur, glaube ich, unterwegs. Aber wir kriegen auch viele Tipps von Partnervereinen oder von Eltern oder von Beratern, die wissen, dass vielleicht der Bruder noch irgendwo hier in der Nähe spielt. Und da gibt es mehrere Wege, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass wir eine Altersstruktur bei einer beginnen würden, wenn gute Spieler in der Nähe sind, die vielleicht zu uns passen würden und die Eltern den Weg mitgehen wollen, dann sind wir mal gern für den Tipp zu haben. Du hast gerade schon gesagt, in der Nähe sind. Wo ist denn die Grenze so fürs Einzugsgebiet? Also bis wohin sucht man ungefähr? Ja, in den kleineren Altersstrukturen sollte man nicht so weit weggehen. Also ich möchte jetzt nicht, dass ein U10-Spieler jedes Mal 100 Kilometer im Auto sitzt oder im Zug sitzt. Das halte ich nicht für gut, weil, wie gesagt, die sollen sich entwickeln in ihrem gewohnten Umfeld mit Freunden spielen und sich dadurch entwickeln. Und dann, wenn man sagt, okay, wie gesagt, wenn es dann vielleicht ein bisschen zu wenig ist und ich brauche vielleicht eine Trainingseinheit mehr oder ich brauche vielleicht noch 1, 2 bessere Mitspieler, dann kann man schon mal den Weg suchen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, mit 12 ist der richtige Weg oder sowas. Ich würde es trotzdem so lange wie möglich im Heimatverein versuchen, wenn ich da so einen Tipp geben darf. Und solange das da passt und der Junge ist nicht unterfordert, dann würde ich da erstmal so bleiben. Das heißt, fürs Internat ist auch dann erst mit 14, 15 wahrscheinlich so die Zeit reif, man dann jemanden vielleicht auch aus dem gewohnten Umfeld, in Anführungszeichen. Ja, da gibt's ja so Regularien. Also man kann nicht vor 15 jemanden ins Internat stecken. Das wollen wir auch nicht von zu Hause rausnehmen und dass seine ganze Kindheit vielleicht im Internat verbringt. Und klar ist es schön, über Fußball nachzudenken und nur sich über Fußball zu definieren, aber letztendlich haben wir auch eine Sorgfaltspflicht den Eltern, dem Spieler gegenüber. Und denen können wir einfach nicht gerecht werden, wenn wir mit 12 Jahren aus der Familie rausziehen. Ja. Das Kleeblatt schreibt sich dem Slogan Fußball auf Fränkisch auf die Fahne. Ist das für euch so das Grenzen, das Einzugsgebiet mit Oberpfalz und ein bisschen dabei, auch in den höheren Jahrgängen? Also Devin Angelberger zum Beispiel kam aus Würzburg. Gibt es ja einige Spieler, die so Würzburg, Schweinfurt, das sind dann so die Grenzen und da geht es da auch weiter hinaus. Oder ist es vielleicht auch ein Ziel von dir, mal ein bisschen den Blick zu weiten noch auf andere Talente? Vorrangig wäre schon schön, wenn da viele fränkische Talente unter unseren Spielern sind, aber
letztendlich suchen wir eine gute Grundbasis von der Mannschaft. Und wenn wir dann einen, zwei haben, die uns punktuell verstärken und die Mannschaft dermaßen besser machen, dann kann der auch mal woanders herkommen. Und der muss einfach zu uns passen, der muss unseren Spielstil mögen, der muss ein bisschen auch gern arbeiten wollen. Dieses, was uns ausmacht, dieses positiv-aggressive vielleicht ein bisschen verkörpern und arbeiten wollen, dann könnt ihr mir vorstellen, dass auch jemand außerhalb unseres Kreises zu uns passt. Aber er sucht jetzt nicht gezielt, weil da gibt es ja auch andere Vereine, die wahrscheinlich auch gezielt in anderen Regionen schon suchen. Das ist nicht allzu einfach. Wir suchen nicht speziell in Regionen. Klar, wenn der Zürcher aus der Gegend kommt, würde es uns freuen. Aber letztendlich kann man nicht entscheiden, wo Talente herkommen. Du hast gerade schon die Spielweise angesprochen. Das Kleeblatt will ja auch für einen bestimmten Fußball stehen, auch schon im NLZ, will diese Idee vom Offensivfußball für den Flachpass irgendwie so ein bisschen implementieren. Inwiefern macht es die Suche einfacher, weil man auch bestimmte Spielertypen und Charaktere auch einfach scouten kann? Einfach. Was ist einfach? Nee, einfacher macht es nicht. Also letztendlich wollen wir auch vermehrt auf Spieler schauen oder suchen. Letztendlich geht es nicht darum, wer ist fertig oder wer passt zu uns, weil er das und das kann. Es gibt keinen fertigen Spieler, der zu uns kommt. Deswegen müssen wir schauen, wie ist die Mentalität? Wie ist das Bestreben nach Verbesserung? Wie ist er im sozialen Umfeld aufgestellt? Wie macht er eine Gruppe besser? Wie nimmt er Einfluss auf eine Gruppe? Und das sind so die Punkte, auf die wir jetzt in Zukunft achten möchten oder auch schon geachtet haben, wo es auch richtig Spaß macht, mit den Jungs zu arbeiten und die sich auch weiterentwickeln wollen. Aber es macht es natürlich auch einfacher für die Durchlässigkeit, die du vorhin angesprochen hattest, wenn die Spieler schon wissen ungefähr, was fußballerisch von ihnen erwartet wird. Also klar hat jeder Trainer nochmal eine andere Formation, hat andere Details, die er gern haben würde. Also Zorniger ist ein anderer Trainer als jetzt zum Beispiel Schneider vorher vom Fußballerischen. Aber wenn man gewisse Dinge vorgibt, ich glaube, es soll ja auch die Viererkette ist vorgegeben, will ich mir einem NLZ, oder war es zumindest mal, dann kann man ja Spielertypen auch schon bestmöglich vorbereiten auf eine Zeit vielleicht ganz oben bei den Profis. Ja, aber vorbereiten auf eine Zeit bei den Profis heißt auch Flexibilität. Und da kann ich nicht sagen, ich hole nur welche, die Viererkette spielen können. Wie man jetzt aktuell gesehen hat, muss man auch kurzfristig auch mal eine Dreierkette spielen können. Aber Rashid meinte, ich weiß nicht, ob das ja noch aktuell ist, es ist schon ein Jahr her, will ich meinen, hat er damals gesagt, dass er schon gerne hätte, dass die meisten Mannschaften, weil das Klepper, der auch lang mit der Raute gespielt hat, 4-4-2, dass man auch so ausbildet. Aber es ist nicht mehr ganz so. Nee, ich glaube, jetzt die jüngste Vergangenheit hat gezeigt, dass man einfach flexibel sein muss und dass man sich den Gegebenheiten anpassen muss und vielleicht sich auch ein Stück weit aus seiner Komfortzone ein bisschen verändern muss. Und jetzt ohne zu viel auf die Dreierkette zu legen, aber es hat ja schon gefuchtet, dass wir die letzten Spiele mit der Dreierkette gespielt haben und jetzt vielleicht auch wieder über was ganz anderes sprechen können, wie vielleicht noch vor 8 Wochen. Das macht dir wahrscheinlich auch die Arbeit jetzt leichter, wenn die ganze Stimmung schon ein bisschen positiver ist, oder? Im ganzen Verein und um den ganzen Verein. Es macht dir immer mehr Spaß, wenn alle meinen, durch unsere Arbeit wird alles besser und man geht den richtigen Weg. Als wenn man immer arbeitet und dann sagt, okay, was zählbar ist, kommt eigentlich nicht dabei raus. Von daher sage ich immer so schön, man kann 60 Stunden arbeiten, wenn man am Wochenende verliert, ist alles eigentlich die Woche für den Katz gewesen. Und wenn man 20 Stunden arbeitet und man gewinnt am Wochenende, ist ja fast alles immer gut gewesen. So denke ich jetzt zum Beispiel nicht, aber so wird die Außendarstellung natürlich auch ein bisschen, oder die Wahrnehmung außen auch ein bisschen gesehen. Ne? Es soll keine Viererkette mehr geben, keine so starren Vorgaben mehr, aber es gibt ja doch NLZ, die ganz großen Namen wie jetzt Barca, Ajax, die ja für gewissen Fußball stehen. Ist auch sowas, was du in Fürth implementieren willst, trotzdem noch trotz aller Flexibilität, dass man dann auch ganz klar sieht, wie man ausbildet, oder willst du möglichst breit ausbilden auch im Nachwuchs? Ich möchte irgendwann mal für ein paar Werte stehen, aber nicht irgendwie im Spielstil. Ich glaube, das wird relativ schwer sein, weil wir nicht an das Niveau von den gerade genannten Vereinen rankommen. Wenn ich jetzt Barcelona, Ajax Amsterdam, Manchester City sehe, die holen sich natürlich auch die Creme de la Creme. Und mit der Creme de la Creme, dann muss ich mich auch vielleicht an einem Spielstil orientieren. Dann habe ich mir auch die Leute dazu geholt, die den Spielstil runtergebrochen auf ihre Mannschaften von der ersten Mannschaft spielen können. Ich glaube, es wird schwer sein, es in Fürth zu implementieren. Also auch nicht im Kleinen. Also es ist klar, dass das Kleeblatt niemals jetzt auf Höhe von Barca oder Ajax sein wird, aber im Kleinen kann man sowas versuchen. Ja, so Attribute kann man schon sagen. Also wie zum Beispiel vielleicht
50% in der Mannschaft haben, die mehr offensiv denken wie defensiv, oder ich habe die Mentalität angesprochen, dass wir vielleicht Mentalitätsspieler haben und irgendwann die dann auch den Sprung in die erste Mannschaft schaffen und nicht vielleicht diese Filigranen, die dann sagen, okay, die sind, haben so ein Alleinstellungsmerkmal durch die Spielklasse und ist das Niveau, sondern eher so, die sich eben gern verbessern wollen, die Ärmel hochkrempeln können und sagen, okay, wir müssen uns halt Fußball erstmal erarbeiten und dann kommt vielleicht das Spiel. Wenn man das so als Philosophie sieht, dann vielleicht schon, aber nicht Viererkette, Dreierkette, Raute, 4-3-3 oder nur vorne drauf oder nur hinten reinstellen. Also sowas, glaube ich, wird schwer sein, weil wir, glaube ich, immer mal einen gut besseren Jahrgang haben oder eine bessere Zusammenstellung des Kaders und mal vielleicht was Schlechteres oder nicht so Gutes. Das ist, glaube ich, bei den großen Vereinen weniger der Fall. Aber du hast gerade gesagt, bessere Jahrgänge, kann man sowas dann, also das wird ja auch eine Lehre sein, wenn man jetzt zwei Jahrgänge hat, die wahrscheinlich in ihren Ligen weit unten mitspielen, hat man bei der Zusammenstellung nicht alles richtig gemacht. Das ist ja auch klar, das ist eine Lehre wahrscheinlich daraus. Oder das, haben die anderen Vereine alles so gut gemacht? Nee, manchmal hat man ja Jahrgänge oder Spieler, die vom Talent eher wenig gesegnet sind, aber vielleicht eine gute Gruppierung. Und die fängt es dann wieder auf, mit einem guten Trainerteam zusammen. Dann sei okay. Einfach eine gute Zusammenstellung. Manchmal hat man die Top-Talente und es sind nur Superstars und funktioniert aber trotzdem nicht. Also von daher muss man immer eine gesunde Mischung haben zwischen Talent, Arbeitern, Zusammenstellung. Das hat auch ein bisschen was mit Glück zu tun oder mit dem Momentum, gerade für die Situation. Und deswegen bin ich jetzt kein Freund davon, generell zu sagen, man hat einen schlechten Jahrgang und es hat jetzt gar nicht gepasst. Es ist so ein Zusammenspiel aus vielen Sachen. Aber es ist schon klar, wenn jetzt die U17 absteigt und die jetzige U16 käme hoch, dann wird es nicht ausreichen, um mit der wieder aufzusteigen direkt. Wenn die davor aus der Bayernliga abgestiegen ist. Oder ist es auch zu einfach gedacht von außen? Das ist definitiv zu einfach gedacht, weil ich ein super Beispiel habe. Der letztjährige 2005er Jahrgang ist nie so hoch angesehen worden. Weiß nicht warum, aber hat letztes Jahr die beste Saison im ganzen Leistungsbereich des Kleeblatts gemacht. Also von daher mit so, ja, Prognosen, okay, mit dem Jahrgang wird sowieso nichts, da bin ich immer gar kein Freund davon, weil letztendlich hat letztes Jahr in der U17 mit dem 2-5er Jahrgang die Gruppierung einfach super gepasst und die haben es verpasst, sogar einen einstelligen Tabellenplatz in der Bundesliga zu haben. Aber sie haben sich behauptet gegen die auf der Konkurrenz. Genau, aber war natürlich vorher auch Abstiegskandidat Nummer 1, von daher bin ich immer so mit Prognosen immer in beide Richtungen ein bisschen vorsichtig. Du hast vor ein paar Wochen im Kleeblatt-Magazin gesagt, dass du mit einem motivierten Team und vor allem mit innovativen Ideen arbeiten willst im NLZ. Was sind so innovative Ideen? Wie kann man so das auch den Jugendfußball auf ein neues Level heben oder die Ausbildung von Talenten? Ich möchte einfach die Mitarbeiter dazu animieren, nicht vom Standard auszugehen, das, was wir die letzten 5 Jahre gemacht haben, einfach ihre Ideen mit einfließen zu lassen, wo sie woanders oder die sie woanders aufgesaugt haben. Ich bin auch ein Freund von Hospitationen oder von einfach mal andere Sportarten anzuschauen. Wie machen die das? Mal Trainer zu anderen Mannschaften schicken oder vielleicht mal über ganz andere Inhalte nachdenken zu lassen und die dann irgendwann ins Training einfließen zu lassen, mehr oder weniger. Unsere Zeit ist natürlich begrenzt, ne, mit den Jungs. Also wir haben Schule, wir haben Fahrten zwischen Haustür und Trainingsplatz. Das sind ganz viele Sachen, die da mitspielen, aber deswegen möchte ich die Zeit, die sie hier sind, bei uns so effektiv wie möglich nutzen. Und da gibt es auch manchmal vielleicht andere Themen oder andere Sportarten, wo man sich vielleicht was anschauen kann. Also diese Offenheit für andere Sportarten, das ist auch was Alexander Zorniger auszeichnet, die Mannschaft war in dieser Woche Basketball spielen zum Beispiel. Das ist auch sowas, was die Spielverein auch im NLZ gerne machen würde. Also es gibt ja dann doch einige Sportarten, in denen man sowohl mannschaftstaktisch was abschauen kann, aber wahrscheinlich auch in Sachen Körperhaltung, Körpersprache. Genau, wir haben auch mit der U16, glaube ich, U17, auch jetzt eine Trainingseinheit mit den Footballern gehabt, wo man sich auch gerade individuell trainingstechnisch was abschauen kann. Und ja, da bin ich offen für alles, was uns vielleicht irgendwie besser machen kann. Ist das sowas, was du auch gelernt hast in deiner Zeit jetzt, bevor du NLZ-Leiter wurdest? Machen wir zu dir persönlich ein bisschen auf dich zurückkommen. Du warst ja viel unterwegs, wenn man so dein LinkedIn-Profil verfolgt, warst du viel in anderen NLZs, in Spanien, Valencia, glaube ich. Also ja. Ist das sowas, was du da mitgenommen hast, auch bei den vielen Reisen? Ich bin einer, der gerne überall mit reinschaut und sagt, wie machen es andere? Vor allem, wie machen es die, die besser unterwegs sind oder vermeintlich einen besseren Ruf haben oder bessere Arbeit leisten und vielleicht auch in anderen Ländern und anderen Kulturen zu schauen,
wie ist der spanische Fußball im Gegensatz zum deutschen oder der englische, oder was kann man mit sehr viel Geld machen und was kann man mit sehr wenig Geld anstellen. Solche Projekte interessieren mich dann immer und ja, ich halte mich da immer auf dem Laufenden, was das angeht, und will eigentlich ja für mich ein bisschen was rausziehen oder für meine Arbeit, wie man vielleicht noch effektiver und noch besser arbeiten kann. Du hast ja zuletzt dann bei Puma gearbeitet, zumindest die Info ist richtig. Ja. War es für dich klar, dass du jemals zum Kleber wieder zurückkehren willst? Also die Stelle war ja relativ lang unbesetzt nach dem Abgang von Mirko Reichl, ich glaube fast vier, fünf Monate. Also war es nicht sofort, dass du gesagt hast, okay, das ist meine Stelle, auf die habe ich mein ganzes Sportlerleben gewartet und ich würde jetzt zum Kleber zurück? Nee, tatsächlich nicht. Okay. Also irgendwann habe ich mich dann entschieden, da zu Puma zu gehen und diesen Bereich ein bisschen aufzufrischen. Die haben mich da gebeten, da vielleicht ein bisschen Augenmerk drauf zu werfen und vielleicht eine Ex-Spieler, eine Profi-Perspektive denen zu bieten und gewisse Sachen in Europa einschätzen zu können. Du warst Football Talent Scout, hieß es. Was heißt? Ja, mein Job war eigentlich so runtergebrochen, sag ich mal, die neuen Stars in jeden Ligen für Puma zu scouten und einzuschätzen, okay, wer macht den Weg möglichst weit nach oben. Und da war ich eben für die fünf Länder zuständig. England, Italien, Spanien, Frankreich und Deutschland. Um sowas zum Beispiel zu finden wie Neymar, der ja auch jetzt 30 ist und am besten den natürlich mit 14, 15, wo er noch bezahlbar ist. Und den Weg eben mitzugehen, so ähnlich wie jetzt bei Fürth auch. Mhm. Einfach die richtigen Spieler zu finden, die zu einem Projekt passen. Und das war meine Hauptaufgabe. Und natürlich dann auch ganz eng mit den Top-Mannschaften, mit denen ich jetzt immer noch in Kontakt bin, mich auszutauschen über Scouting und das Netzwerk von denen zu nutzen, wie Manchester City, FC Valencia, Marseille, Dortmund und AC Mailand. Also ist eine relativ spannende Aufgabe gewesen. Das heißt, da kommen jetzt dann bald die Talente von da, kommen nach Fürth. Nee, so weit sind wir leider noch nicht. Nee. Noch nicht, okay. Nee, aber ich habe ja vorhin gesagt, wir wollen ja die fränkischen Talente Vielleicht ein, zwei Top-Talente schaden ja auch nicht. Ja, vielleicht sind wir mal so weit, aber das ist noch ganz, ganz weit weg, weil da gibt es noch ganz viele Zwischenschritte für die Talente aus den europäischen Ligen, die dann ja vielleicht Fürth jetzt mal durch letztes Jahr durch die Bundesliga gekannt haben, aber letztendlich noch nicht auf dem Bildschirm haben. Ich habe auch letztens gelesen, dass es im NLZ ein sogenanntes Bio-Banding gibt. Ist das schon länger vor deiner Zeit da oder hast du das auch mitgebracht aus dieser Zeit in den vielen verschiedenen Ländern? Nee, tatsächlich ist nicht alles von mir, was noch modern und gut ist. Nee, das ist einfach ein wichtiger Bestandteil, zu wissen, wie kann man ein Talent einschätzen. Kannst du es mal kurz erklären, was das bedeutet? Ja, letztendlich gibt es ein datives Alter und ein biologisches Alter. Mhm. Und das muss nicht immer an der gleichen Stelle sein. Also kann dein Sohn sieht aus wie 25. Zum Beispiel, wenn man jetzt meinen Sohn nimmt, der schaut ein bisschen weiter aus und ein bisschen reifer, ist aber komischerweise der Jüngste in seinem Jahrgang. Mhm. Und wenn man das dann sieht, aber der U19 ist dann nicht mehr ganz so dramatisch, aber U14, U15 ist so das berühmte Alter, wo dann ganz viele Spieler einen Riesenschritt gemacht haben und einfach manche noch ein bisschen hinterherhinken. Und das kann wirklich mal in einem Jahrgang sein, dass die vielleicht 3 Wochen auseinander sind vom normalen Geburtsdatum, aber entwicklungstechnisch vielleicht 2,5 Jahre auseinander sind. Und da muss man irgendwie einen Weg finden, okay, gibt man den Jungs, die noch Spätentwickler sind, heißt das dann, ein bisschen mehr Zeit, und da gibt es eben verschiedene Trainingsgruppen, und dann kann es auch mal sein, dass ein U14-Spieler bei der U13 mit trainiert, weil es für ihn einfach gut ist, aber da muss man in die Kommunikation gehen, auch gerade mit den Eltern, weil es heißt nicht irgendwie zurückstecken, sondern nein, was ist aktuell für den Junge das Beste? Das Beste ist, sich mit körperlich Gleichen zu messen und nicht mit denen, die vielleicht vom Datum her gleich alt sind, aber 1,5 bis 2 Jahre voraus sind. Das, die Spielfang erhofft sich davon vor allem, dass man Spieler nicht zu früh aussortiert, weil sie vielleicht den Schritt noch nicht gemacht haben in ihrer Entwicklung. Genau. Das ist das Ziel, um ein Stück weit Chancengleichheit in der Ausbildung zu generieren. Du hast gesagt, es ist schon viel gewonnen, wenn unsere Talente die Fehler, die ich gemacht habe, nicht nochmal machen. Was sind so die größten Fehler, die kein Talent machen sollte im NLZ? Der größte Fehler, den ich mir anlasten muss, ist Ungeduld. Okay. Ungeduld hat mich vielleicht auch dahin gebracht, wo ich letztendlich hingekommen bin, aber hat mich vielleicht in gewissen Situationen auch ein bisschen unter Druck gesetzt, was ich jetzt vielleicht an jungen Spielern weitergeben kann, vielleicht sich mal 1-2 Monate oder ein halbes Jahr mehr Zeit zu geben, um den Entwicklungsschritt vielleicht beenden zu können und nicht schon auf halbem Weg schon wieder was Neues zu suchen.
Muss man das vielleicht sogar den Eltern noch mehr sagen? Ja, aber meine Ansprechpartner sind eigentlich erstmal die Jungs, weil die Eltern, ist schön, dass sie die Jungs unterstützen, aber letztendlich möchte ich nicht, dass die Eltern hier im Stadion spielen, sondern irgendwann mal die Jungs. Und wenn ich mit den Jungs hier weiterkomme und die vielleicht ein bisschen zu jung sind und noch nicht auf das einsteigen können, was ich von denen möchte, dann kann man auch die Eltern mit ins Boot nehmen. Aber letztendlich geht es mir um die Jungs und ich weiß auch, die Eltern sind ein ganz großer, wichtiger Bestandteil, aber ich möchte weniger mit den Eltern arbeiten wie mit den Jungs. Ist das so einfach, wie das klingt, dass man sagt, na, jetzt gehst du halt mal ein Jahr runter oder jetzt bist, sag mal nicht so ungeduldig, du wirst schon, deine Zeit wird kommen. Es sind trotzdem immer noch teilweise Jugendliche, die ja noch in der Pubertät stecken. Das ist nicht du meinst so einfach. Das Bio-Bending? Zum Beispiel, aber halt auch nee, allgemein, da spielt die Ungeduld ja mit rein, wenn man sagt, du gehst jetzt erstmal einen Schritt zurück, also aus Spielersicht, gehst mal einen Jahrgang zurück. Das darf einfach. Man nicht, also man kann das nur im Training praktizieren, das mit dem Bio-Bending. Von daher wird es immer nur ein, zwei Einheiten die Woche sein, okay, die dann gesammelt, wir trainieren auch auf einem Platz, aber in einer anderen Gruppe. Von daher ist es, wenn man das gut kommuniziert, auch kein Problem, weil ich glaube, das ist einleuchtend für die Eltern dann auch, weil die eigentlich das Beste für den Jungen wollen. Und wenn man denen sagt, dass es nicht eine Herabstufung ist und auch kein Urteil fürs nächste Jahr ist, dann glaube ich, ist da schon viel geholfen. Aber ja, wenn man Profi werden möchte und U19 spielt und dann sagt, ja, ich müsste eigentlich im Stadion spielen und müsste jetzt den Weg über U23 gehen, das ist für manche vielleicht ein Schlag, aber wir können es, denke ich, ganz gut einschätzen, wer wie viel Zeit noch braucht. Da muss einfach Vertrauen da sein, um zu sagen, okay, ich gehe diesen Weg, weil die Jungs, denen vertraue ich und die sagen mir schon oder haben das Beste mit mir vor. Und wenn sie das Gefühl haben, dann ist uns und den Jungs meistens schon mal geholfen. Aber das machen dann nicht alle Vereine in den NLZs, klingt jetzt so, dieses Bio-Bending zum Beispiel. Nicht, bestimmt nicht alle. Okay. Aber ich denke, die Großen werden, haben das zumindest schon mal gehört, ob sie es dann letztendlich praktizieren, sei mal dahingestellt, aber ich war jetzt vor 4 Wochen auf einer NLZ-Leitertagung in Leipzig. Da waren alle Führungskräfte des NLZs in Deutschland vertreten und da war es ein ganz großer Punkt. Also wer es bis dahin noch nicht gehört hat, hat es dann zumindest die 2 Tage mal gehört. Okay. Du hast jetzt vorhin gesagt, du bist jetzt seit 4 Monaten da, hast viele Gespräche geführt, bist erstmal reingekommen. Kann man schon sagen, wieso eine typische Woche aussieht als NLZ-Leiter? Oder ist es noch zu schwierig jetzt? Das wird sich erst weisen im neuen Jahr. Nee, am Anfang, die ersten Wochen war wirklich so, also viel kennenlernen und viel Gespräche führen. Durch meine Person auch proaktiv auf die Leute zugegangen. Aber manche sind auch zu mir gekommen und wollten dann sagen, ja, was sie gerne verändern möchten oder wie sie manche Dinge sehen. Und das war ja schon großer Austausch da. Und da musste man erstmal die ganzen Informationen verarbeiten und mal sammeln und habe dann auch mit jedem Trainer und Mitarbeiter mal gesprochen, wohin sie sich eigentlich bewegen wollen in ihrer Karriere oder wo sie sich jetzt gerade einstufen oder wie sie ihre Stärken am besten einbringen können. Das waren schon eminent wichtige Gespräche, um auch ein Stück weit anzukommen, um auch ein bisschen, ja, Angst ist vielleicht der falsche Punkt, aber wenn jemand neu kommt, dann ist ja jeder erstmal die Antennen auf online gestellt, sage ich mal, und sagt, okay, was passiert jetzt? Jetzt wird ja komplett anders, alles auf links gedreht und jetzt wird alles hinterfragt und dieses Gefühl wollte ich einfach erstmal nehmen, den Mitarbeitern. Es war nicht so. Wie bitte? Es war nicht so, dass alles hinterfragt wurde erstmal. Nein, aber ich will ja trotzdem wissen, wie sind manche Abläufe zustande gekommen und warum handeln wir so und warum handeln wir nicht anders oder warum war das unser Weg? Warum haben wir so die Leute eingeschätzt oder warum die Projekte so laufen? Das wollte ich schon wissen. Und das mit jedem Einzelnen in jeder einzelnen Abteilung. Und das hat mir schon geholfen, hier anzukommen und die Leute ein bisschen besser einschätzen zu können. Das heißt, jetzt so langsam bist du auch wirklich angekommen und hast jetzt dann Zeit, dich auch mal in die Arbeit zu stürzen. In die alltägliche Arbeit. Ich habe das ja nebenbei auch schon gemacht, dass ich mich in die Arbeit stürze, aber Das ist ja das, was ich am liebsten kann oder am liebsten mag und auch am besten kann, über Fußball nachzudenken und irgendwelche Wege zu finden, einfach Abläufe oder Strukturen einfach besser machen zu wollen. Und mit den Einflüssen, die ich aus Europa mitgebracht habe oder ich mir Gott sei Dank teilweise jetzt noch abschauen darf, da vielleicht ein bisschen was einfließen zu lassen. Gibt es da etwas, was man schon auch nennen kann, irgendwas Greifbares? Von diesen Einflüssen? Gibt es irgendwelche neuen Techniken, die am NLZ implementiert werden? Ich werde das Profirad und das Fußballrad nicht neu erfinden. Das habe ich mir schon auf die Fahne geschrieben. Also dass es immer ein paar Teile sind, die man
hinzufügen kann oder verändern kann oder wegnehmen kann, das ist klar. Aber wie gesagt, ich werde dieses Profigeschäft, dieses Fußballgeschäft nicht neu erfinden können. Das liegt mir auch fern, da irgendwie meinen Senf dazu zu geben und dann irgendwann im Duden lesen zu wollen, dass dieser Begriff von mir kommt. Also da bin ich ganz weit davon entfernt. Von daher möchte ich einfach Prozesse ein bisschen optimieren oder vielleicht dahingehend auf unsere Spielweise und DNA vielleicht ein bisschen zu korrigieren. Was wird keinen Footballnauten in Fürth zum Beispiel geben? Solange der dieses Preisschild da drauf hat, nicht. Also ein paar Sponsoren fragen, gibt ja einige. Wir sitzen ja gerade auch in der Loge von Thomas Sommer. Falls ihr das hört, zum Abschluss, wir reden im NLZ ja oft über Entwicklung. Wo soll das NLZ in 3 Jahren stehen? Schwierige Frage. Könnte auch 5 Jahre draus machen. Ich wollte halt einen einigermaßen greifbaren Horizont haben. Dass unsere Durchlässigkeit zum Profibereich, zum eigenen Profibereich, mindestens dieselbe Gewichtung hat wie die letzten 3 Jahre. Das wäre mein Ziel. Und dann vielleicht sukzessive das ein bisschen auszubauen, dass da vielleicht noch mehr Talente nachrücken durch unsere Arbeit. Aber letztendlich erstmal den Stand, der wirklich, wirklich gut ist, von der Durchlässigkeit erste, zweite Liga, den zu halten und dann sukzessive aufzubauen. Vielen Dank. Danke auch. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.